So, also an meine Schuhe werde ich jetzt nicht mehr rankommen. Wird sich auch nie klären lassen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir ehrlich sind. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwo ausgezogen, nicht mehr angezogen. Oder ich habe sie aus Versehen verkauft. Dinge, die mir halt einfach dann so mal passieren. Oder beim Saufen verloren. Was macht denn eigentlich der Kowalski? Komm, auf geht's. Er kriegt es ja erstmal was zum Essen hier. Wo ist er denn? Er war natürlich auch sehr brav über Nacht. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, an den Steppbeinlingen sind Schlappen dran. Es ändert nichts daran, dass meine Schuhe weg sind. So. Wo ist Pebbles? Ja, da kommt sie. Jetzt muss ich immer schauen, ist es eigentlich eine sie? Ich habe keine Ahnung. Oder ist es ein Wallach? Sieht nach Wallach aus. Ein Hengst ist es jedenfalls nicht mehr. Gut, wir probieren es nochmal mit der Jagd auf den... Ich glaube, wir versuchen einen Hengst zu finden. Wir reiten also nochmal zur Kreuzung. Ja. Na, vielleicht machen wir noch ein bisschen langsamer. Mein Gott, ich kann mich vor lauter Suff gar nicht daran erinnern, wer die zwei Damen eigentlich waren. War das eigentlich die Frau vom Pfarrer und die andere war die Schankmaid? Oder man weiß es nicht. Ja. Diese Szene ist quasi schon verblasst in meinem Kopf. Vor lauter Rausch. Da bin ich jetzt gespannt, ob wir dieses Pferd noch irgendwo finden. Also, die Pferdeäpfel haben wir schon gefunden. Jetzt reite ich falsch, oder? Ja, geht schon gut los. Ja, wobei, Moment. Nee, das passt. Wenn wir jetzt hier links abbiegen. Ach komm, wir gehen querfeldein. Nee, da ist ein Zaun. Doch, hier geht's rüber. Ganz nebenbei noch ein bisschen was von der schönen Landschaft hier mitnehmen. Rasenweg. Ja, das ist auch der richtige. Hier querfeld rüber. Ja, ich schaue lieber einmal zu oft, als wenn ich mich über 100 Meter dann verlaufe. Ja. Ui, was für ein schönes Blumenfeld hier. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ach, Moment. Ich sollte mir vielleicht wieder was Ordentliches anziehen. Nicht, dass jetzt irgendwie ein Überfall ist oder sowas. Bürgerschwert ausrüsten. Schild ausrüsten. Eibenbogen ausrüsten. Den lassen wir mal mit dran. Rüstung. Plattenwams. Bundhaube, Beckenhaube, Kettenhaube. Die geteerte Jacke, die kann ich eigentlich wieder wegstecken. Moment mal. Robuster Gambeson, genau. Oben drüber den Skalitzer Wappenrock. Was ist denn das hier für ein Slot? Körperkettenpanzer haben wir nicht. Die Panzerhandschuhe anziehen, Schulterplatten und die Steppbeinlinge. Das müsste eigentlich sein. Ja, hoffe, ich werde die Handschuhe bald mal irgendwann los. So, ist das hier noch irgendwas? Wie gesagt, ins Banditen auflauern. Unfallort entdeckt. Gibt es hier in dem Unfallort irgendwas zu entdecken? Allzu lange schaue ich ja meistens nicht, aber so ein bisschen zumindestens. Sieht mir nicht danach aus. Habe ich eigentlich Mordskater, oder? Sehe ich jetzt gerade. Kater. Was hat denn das für Auswirkungen? Steht nicht da. Auffälligkeit 100%. Ja klar. Agilität hat gelitten. Vitalität und Redekunst hat gelitten. Das liegt also an unserem Kater hier. Sieht es eigentlich aus mit Hunger? Sattheit 86. Das passt. In meiner Nacht wahrscheinlich noch ordentlich was gegessen. Ja. So, auf zur Pferdeäpfeljagd.
interessanter Ort. Diese Teiche sind immer irgendwie interessante Orte, gell? So. Komm schon. Ah, Pebbles, komm. Öffnen. Ha! Schützentrunk. Festigt den Arm beim Bogenschießen und erhöht die Fertigkeit Bogen für 10 Minuten um 5 Punkte. Sauber. Silberkelch. Genau das richtige Gefäß für Matt und andere Getränke. Oder Met. Trank des Baden. Lockert die Zunge und lässt Hemmungen schwinden. Erhöht die Redekunst für 10 Minuten um 5 Punkte. Und wie viel Groschen? 52. Alles nehmen. Ja, schön, wir mussten kein Grab dafür ausräubern. Ist ein Pferd begraben oder was? Nee, ist kein Pferdekopf. Oh, ich bin überladen. Was ist denn jetzt hier so schwer? Da durch weg, Fackel weg. Wer denn jetzt hier weglegen? Rüstung. Satteltasche. Ach, wieso bin ich denn jetzt so. Ah, das war's, die geteerte Jacke weg. Jetzt passt's. Gut. Ja, trotz Kater sind wir wieder einigermaßen einsatzbereit, denke ich. So, Pferdeäpfel. Wir hatten schon die ersten. Jetzt wird die Frage, welche Pferdeäpfel zu welchem Pferd auch gehören. Aber hab ich hier noch Pferdeäpfel auf dem Weg liegen, aber offensichtlich ist das Pferd hier nicht dran geritten. Nee, doch, nee. Also hier ist es anscheinend nicht lang. Tja, ist das Pferd, ist es jetzt eine Wegweise hier zu sehen, dass das Pferd hier rein ist? Schauen wir mal. Sieht nicht so aus. Wenn nicht, dann gehen wir wieder auf den Weg zurück. Hm. Ne, hier sind keine Pferdeäpfel mehr. Also wir wissen, dass diese Pferdeäpfel hier die frische Spur sind, auch wenn die natürlich in der Realität nicht mehr warm sein könnten. Vielleicht hier lang. Eine bessere Spur habe ich jedenfalls nicht. Ja, ist die Frage halt, was mit hier lang gemeint ist. Schau mal hier oben. Das ist nicht mit hier lang gemeint. Habe ich mein Schild? Ja, okay. Dann gehen wir mal den Weg entlang. Bewegt sich auf Pferdewegen entlang. Ja, komm her. Hier kommt aber auch kein, hier kommen auch keine Pferdeäpfel mehr.
Wo ist der nächste Pferdeapfelhaufen? Das sind Steine hier, oder? Da ist die Frage, sollen das Steine sein oder sind das Pferdeäpfel? Ich tippe auf Steine. Nee. Könnte von Krapfen stammen. Von Krapfen, okay. Dann sind wir richtig. Sehr schön. Hätte ich jetzt beinahe nicht erkannt. Ist hier ein Weg? Nee, probieren wir es mal. Was ist hier? Waldgarten. Eine Vogelscheuche hier. Einbeere. Sprich beenden. Gut, wir sind natürlich jetzt hier nicht zum Kräuter sammeln und Beeren sammeln. Da ist ja trotzdem irgendwas Interessantes hier. Merke ich mir. Jetzt verfolgen wir erstmal das Pferd. Schauen wir mal. Ja, wir sind richtig. Ah, noch frisch. Sehr gut. Geht's da rein? Nee, gell. Wahrscheinlich den anderen Weg runter. Sehe ich die Pferdeäpfel vor lauter. Schauen wir mal, ob wir richtig sind. Ja, sieht gut aus. Ah, noch frisch. Ist die Frage, wie weit ist dieses Pferd weggelaufen. Aber wenn Pferde mal laufen, dann laufen sie. Okay. Jetzt hier eine Abzweigung. Gut, aber beide Wege führen unten wieder zusammen. Wobei hier biegt er noch ab. Geh mal lieber links entlang. Oder sehe ich da was? Ist das ein Pferdehaufen? Oder ist es Texturmatsch? Nein, Pferdehaufen. Ah, noch frisch. So. Wieder ein sprachloser Wanderer oder können wir mit ihm interagieren? Schauen wir gleich mal. Wanderer. Ah, der spricht mit uns. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hast du ein Pferd gesehen? Einen Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Zu schnell, um die Farbe zu erkennen? Hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Gern geschehen. Viel Glück bei deiner Suche. Alles Gute. Suche nach Krapfen nahe beim Bach. Wie sieht's mit dem Hunger aus?
Tja, hier haben wir schon mal ein paar nette Stunden verbracht mit dem Herrn Hans. Also runter zum Bach erstmal. Da ist ein Pferdehaufen. Ist das ein Pferdehaufen da? Ja. Könnte von Krapfen stammen. Ich mag das Geräusch, wie der Sattel sich nach Leder anhört. Jetzt Moment mal, aber wenn er da... Wo ist der Haufen? Kowalski, wo ist der Haufen hin? Da. Ist er hier runter? Schauen wir mal, ob die Brücke drüber ist. Ich steige jetzt hier mal ab. Am Bach hat er gesagt, oder? Ah, okay. Ist das Gebiet sogar hier angegrenzt? Da finden wir Krapfen hier irgendwo. Das ist Holzfällerlager. Wo ist denn Kowalski eigentlich? Komm hier. Vielleicht haben die irgendwas gesehen. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, ja. Hast du ein reiterloses Pferd gesehen? Einen Apfelschimmel? Allerdings. Ist hier vorbeigelaufen, flussaufwärts. Distel ist ihm hinterher und noch nicht wieder zurück. Distel? Ein hiesiger Köhler, nicht der hellste. Wir nennen ihn Distel. Gut. Ich danke dir. Alles Gute. Okay, haben wir hier einen Weg Bach und langsam muss ich wieder in den Bach. Oh, bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! Ja, okay. Zum ersten Mal gemerkt, dass es hier eine Kollisionsabfrage gibt. Bisher bin ich meistens immer ganz gut ausgewichen. Wir gehen jetzt einfach den... Interessanter Ort, ja. Hier ist der Distel. Mal schauen, wie weit wir es hier schon sind.
Hier drüben würden wir es wenigstens sehen. Da vorne. Komm, bleib du mal hier. Warte hier auf mich. Ja, kriegst doch ein Leckerli danach. Was macht der gute Mann hier eigentlich? Du, das reicht. Ich hab dich gewarnt. Aber. Kurva fix. Jawohl. Jesus Christ. Na komm schon. So. Na komm schon. Ich versuche mal ein bisschen Ausweichen zu üben. Gelingt mir nicht. So. Scheißdreck. Daneben. Na schön, jetzt bist du tot. Hat es gerade mal das Ausweichen geklappt, oder nicht? Bin mir nicht sicher. Nimm das. Nee. Fallen lassen, habe ich jetzt auf dem Buckel. Naja, töten werde ich ihn jetzt bestimmt nicht. Kann ich den mitbringen? Körper aufheben. Left Trigger. Vielleicht bringe ich ihn zurück zu seinen Freunden. Schauen wir mal. Das Pferd ansehen, aufsitzen. Ich hätte den Scanner draufgepackt und zurückgebracht. Ja, geht nicht. Naja, wird wieder aufwachen. Wie sieht's jetzt aus? Kann ich jetzt meinem Pferd wieder herpfeifen? Ich denke, ich muss jetzt nicht mit meinem Pferd da gleichzeitig wieder zurückreiten, oder? Das wird es nicht sein. Oder folgt uns der jetzt? Nee, wahrscheinlich nicht, gell?
So, Pebbles und hier ist Krapfen. Unser Hund ist auch da, dann würde ich sagen, dann bringen wir den jetzt einfach mal zurück. Irgendeine kleine Belohnung. Vielleicht lernen wir ein bisschen besser reiten oder sowas. Ich werde jetzt die nächste Zeit erstmal komplett mit Gamepad spielen. Ich habe jetzt mal entschlossen, das mal zu probieren, da die Kämpfe ja sowieso mit Gamepad stattfinden. Wir müssen nach oben, nach Uschice. Mal kurz schauen mit dem Zoomen. Ja, klappt doch einwandfrei. Dann einmal auf den Waldweg und dann nach Norden hoch. Das werden wir schaffen. Also, los geht's. Der Stallbursche, der wollte uns ja das Reiten etwas besser beibringen, aber es war dann doch extrem teuer. Ich spekuliere jetzt ein kleines bisschen damit, dass wir natürlich jetzt hier durch die gute Tat, den Krapfen gerettet zu haben, eventuell auch in seiner Gunst etwas höher steigen. Und eigentlich erwarte ich es. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich erwarte es, dass mir der Stallbursche etwas besseres Reiten beibringt. Schließlich habe ich ihn ja hier vor einer Schmach bewahrt. So, bin ich jetzt eigentlich noch richtig unterwegs? Kommt mir gerade verdächtig lange vor, dass die Straßenkreuzung kommt. Was ist denn? Ach, da vorne schon. Ja, schon ist gut. Da. Fliegenpilze. Und das müsste der Weg nach Uschice sein. Ich hoffe, dass ich mich dann immer besser mal zurechtfinden werde. Wir werden danach, und ich sag's jetzt mal so, ich fühle mich tatsächlich jetzt schon etwas ritterlicher und nicht mehr ganz so als Sohn eines Schmiedes. Ich plane schon, dass ich mich jetzt öfters mal in Kämpfe mit, vor allem auch Banditen stürzen werde und nicht mehr gleich Reis ausnehmen. Einfach, ja, ich glaube, wir sind jetzt schon etwas besser beieinander als zum Anfang und Heinrich kann jetzt auch schon ein paar Sachen mehr und, naja, vielleicht ist das Saufgelage mit dem Priester auch etwas gewesen wie ein Initiationsritus. So, da sind wir jetzt auch schon, sind wir schon in der Nähe, oder? Ich bin hier. Ja. In Ratta in Uschice sollte ich vielleicht auch noch mal schauen, ob ich mir noch irgendwo einen Retterschnaps besorge. Ja. Ja. So. Ja. Machen wir ein bisschen schneller hier. Das sollte natürlich mit Reiten. Und zwar Reiten helfen. Also vom Skill-Level her. Da unten im Tal ist auch schon wieder Uschice. Ah, stimmt nicht. Ist natürlich am Hang. So, da ist der Stall. Dann können wir da reingehen. Das ist der Stallbursche. Moment mal. Nicht, dass der abhaut. Willibald, wir müssen reden. Er geht nach Hause wahrscheinlich, oder? Gott sei mit dir. Ja, die Übung. Ich hatte gehofft. Über dich wachen. Ja, über dich auch. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr auf Krapfen aufsteigen. Das ist schon zurückgebracht. Dann müssen wir mal hier mit dem Chef sprechen, dem Stallmeister. Der ist bestimmt wieder hinten bei den Pferden. Einmal hier durch. Da ist er. So, Meister. Reden wir mal. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich fühle mich immer noch geschmeichelt, dass er mich mit Ritter anspricht. Weil Ritter, ich bin zwar im Gefolge vom Ratzig von Kobila, aber Ritter bin ich doch sicher noch nicht, oder? Ich habe Krapfen gefunden. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke, aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Den Krapfen.
Eine Schabracke. Eine Schabracke? Mach's gut. Jetzt glaube ich, habe ich ein kleines Missverständnis, beziehungsweise ein Missverständnis in meinem Kopf gelöst. Ich habe immer gedacht, eine Schabracke ist ein altes Pferd, aber eine Schabracke ist offensichtlich das hier. Du alte Schabracke, ich dachte immer, Schabracke ist ein abfälliges Wort für ein altes Pferd, aber ist wohl nicht so. Die Schabracke ist eine Zierdecke für das Pferd, die Aufschluss über die Zugehörigkeit des Reiters und seiner gesellschaftlichen Stellung gibt, ihn aber auch Bewunderung einbringen soll. Wie beschämend wäre es, würden die Pferde zweier Reiter mit den gleichen Zierdecken zum Turnier erscheinen. Skandalös. Das ist ja mal richtig cool. Eine Schabracke für unser Pferd. Wisst ihr was? Die ziehen wir natürlich auch gleich an. Und die Farben müssten auch passen. Wir sind ja im Scarletzer Gefolge. Rot und Gelb. Komm, wir rufen ihn mal her. Da ist er. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich mich da draufsetzen? Das macht keinen Sinn. Ich setze wieder ab. Eine Schabracke kann man nicht anlegen, wenn man drauf sitzt. Wie geht das jetzt wohl? Inventar wahrscheinlich. Schabracke in die Satteltasche. Wie kann ich jetzt hier Gefährten? Wie kann ich das ausrüsten? Das ist die nächste Frage. Die Schabracke. Vielleicht tun wir die jetzt erstmal in die Satteltasche. Schauen wir mal. Wo ist sie denn? Ach, ist schon ausgerüstet. Ach, sieht ja super aus. Nee, ausrüsten. Jetzt ist es ausgerüstet. Oh! Meine Herren, Pebbles. Ha! Das ist ja mal richtig gut. Das freut mich jetzt richtig. Aufsitzen. Ja, das werden wir machen. Wir sitzen mal auf. Wir schauen mal auch mal schnell, wie spät es eigentlich ist. Es ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Vielleicht erwische ich im Dorf noch den Händler. Uah. Nein, schnell, schnell, schnell. Denn ich habe keine Retterschnaps mehr. Da steht Krapfen. Ein bisschen blöd, dass uns das Stallbursch jetzt nichts mehr hat geben können. Ja. Und dann werden wir uns jetzt, also ich finde, wir sind jetzt mit der Hauptgeschichte, mit der Quest, so weit, wo ich guten Gewissens sagen kann, die müssen wir jetzt nicht unbedingt weiter nachverfolgen. Ich weiß natürlich, dass es vorher auch nicht nötig gewesen wäre, aber ich finde, die Geschichte hat bis jetzt schon Sinn gemacht, dass ich da relativ viel Druck auch gemacht habe und die Geschichte auch weiter verfolgt habe, einfach um zum Beispiel die Fühlung zum Hinkenden nicht zu verlieren und solche Geschichten. Aber jetzt glaube ich, würde ich für mich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, dass wir uns einfach mal länger um uns kümmern. Länger um uns kümmern heißt, mal die ein oder andere Nebenquest starten, mal die ein oder andere Aktivität starten. Hat da irgendwann was gerufen? Was ist los? Was ist los? Okay. Habe ich Deep Deep gehört? Ja, ich helfe doch schon. Ja, dann. Was ist los? Keine Eier mehr? Ja, komm, zu zweit brauchen wir nicht. Dann mach's alleine. So. Na? Wir müssen reden. Hast du genug? Hast du genug? Hast mich erwischt. Um Himmels Willen, es war doch nur ein Stück Brot. Ich verhungere. Keine Widerrede. Her damit. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es ihm lassen. Shit. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich hatte auf ein anderes Ergebnis gehofft. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Glaub mir. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und, hast du die Beute? Ja. Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen.
damit du weißt, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen. Vielen Dank. So ein armer Mann bestimmt einiges. So. Mit Schabracke. Schick. Geil. Gefällt mir richtig gut. Zum Händler werde ich es nicht schaffen. Ja, das heißt, wir werden uns dann nach Ratte aufmachen und da mal so ein bisschen Sachen erledigen. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Geld, vielleicht noch ein paar Schritte. Was mir aufgefallen ist, was mir komplett fehlt. Moment, der Händler, wo ist der? Falsch. Hier ist die Karte. So, kann ich hier noch nicht mehr näher ran? Nee. Händler. Hier drüben. Ob der noch offen hat, ist die Frage. Zwiebeln, Radieschen, alles, was man für eine gute... Wahrscheinlich schon zu, oder? Nee, ist noch offen. Grüß Gott. Gut, dass Sie noch offen haben. Schön, dich zu sehen. Lass uns handeln. Kriegen wir hier bei dem Burschen die Speisen des Herkules 2. Was macht denn dieses Buch? Ein Fertigkeitenbuch über Stärke kann erst nach dem Erreichen von Stufe 5 gelesen werden. Dann werde ich wahrscheinlich stärker dadurch, oder? Nein, Moment, ich will noch reden. Vielleicht sollte ich das kaufen, ist zwar ziemlich teuer. $783 haben wir. Ja, nehmen wir mal den Warenkorb. Edler Wein, Fackel, eine Forelle. Gegenmittel gegen was? Halt Vergiftungen hilft dir doch nicht bei einer Lebensmittelvergiftung. 50. Retterschnaps, da war er. Da ist er. 2 Stück, 125. Ich glaube, ich kaufe beide. 2 Stück annehmen. Ringelblumenaufgüsse haben wir genügend. Ich schaue mal, was es hier noch so gibt. Nee. Warenkorb prüfen. Wir werden falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Wir versuchen es. 440. Wir setzen mal, wir handeln mal 360. Zufrieden? Das ist zu wenig. Immerhin war er nicht ganz abgeneigt. 380. Machen wir mal 385. Ach, du ziehst mir hier die Haut ab. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Einen dritten Schritt bin ich noch nie gegangen. 395. Ja, das sollte passen. Sehr gut. Das ist die Ladenwache. Ja, Ladenwache. Wieder schauen. Servus. So. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, mir ist erst beim Videoschnitt mal so richtig aufgefallen, wenn ich die Videos dann auf YouTube vorbereite, was der Hund alles mal für Schmarrn macht. Der bieselt irgendwo hin, lauter so Sachen. Das fällt mir beim Spielen selber gar nicht auf. Also kleine nette Details, oder er springt irgendwo drüber oder beschnüffelt sich mit dem Pferd. Alles immer sehr, sehr witzig. Ich würde sagen, langer Tag. Ich hätte direkt nochmal Bock auf eine Runde Würfelspiel. Dann werden wir hier im Wirtshaus. Melonen, Pflaumen! Werden wir hier im Wirtshaus nochmal unterkommen. Kann ich denn hier eigentlich nirgendwo mein Pferd ordentlich parken? Doch, da vorne. Machen wir das mal. Einmal hier. Entschuldigung. Wo jemand über den Haufen gerannt. So, die Musik erinnert mich schwer an das Saufgelage von letzter Nacht. Wie ist denn das? Der Josef, den kennen wir doch von den... Wisst ihr was? Jetzt gib mir erstmal den Köter was zu essen. Einmal füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Dörrfleisch. Teuer, aber lecker. Die Musik, ich krieg direkt Appetit auf Bier. So, wo ist der Wirt? Bürger.
Das ist der Vogt. Oh, der ist immer noch. Der ist immer noch. Guten Abend, Herr Vogt. Der schaut immer noch mordsmäßig ramponiert aus. Auf reiche Ernte. Auf reiche Ernte. Ja, alles klar, Schankmeid. Wo ist denn der Wirt? Ach. Komm, wir reden mal mit ihr. Ein Bierchen geht immer. Werter Herr Ritter, kann ich behilflich sein? Also zum einen braucht man Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Oh, da hinten haben wir gleich einen Glitch, einen leichten großen für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Andere ist mir noch zu Kein teuer. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Jawohl. Hab wohl auch vergessen, was die letzte Nacht so los war. Hier, dein Geld. Du hast es ganz für dich. Keiner wird dich stören. Und da hätte ich gerne ein Bier in den Warenkorb. Wir nehmen zwei. Warenkorb prüfen. Falschen tun wir natürlich nicht. Ich meine, da gibt es nichts zu falschen. So, ein Bier. Setzen wir uns mal. Was ist da unten für ein Zeichen? Was heißt das? Ein Leseplatz. Okay, macht Sinn. Bier, Essen. Speisen des Herkules, kann ich die schon lesen? Nemeischer Löwe, Nisane-Soße, Eritmatschischia, Eber in Wein geschmort und andere feine Delikatessen. Die Speisen des Herkules. Wie lange möchte ich lesen? Eine Stunde? Muss man die Bücher über einen gewissen Zeitraum lesen, oder wie? Bin mal gespannt. Mal schauen, woran man sieht, wie weit man das Buch schon gelesen hat. Du hast verbesserte Stärke. Kann ich das dann nochmal lesen, oder wie? Gibt es da irgendeine Info dazu? Kann erst noch Fortschritt. Ach okay, ich habe jetzt 10% vom Buch gelesen in einer Stunde. Also gut, muss man immer wieder mal machen. Bin aber stärker geworden dadurch. Wie stark bin ich denn jetzt? Weiß es nicht. Komm, wir gehen eine Runde würfeln und dann gehen wir ins Bett. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, kleinen Moment. Das ist mir nämlich letztes Mal aufgefallen, das gefällt mir dann nicht so ganz gut. Da muss ich ein bisschen mehr ins Roleplay gehen. Das mache ich dann tatsächlich dann lieber wieder mit der Maus. Inventar. Ich ziehe mal zumindest meinen Helm aus. Beckenhaube. Weg. Den Rest können wir anlassen. Das passt schon. Aber die Handschuhe muss ich ausziehen. Ich hoffe eh bald. Ich weiß, es sind die Heiligen Warhorse-Handschuhe, aber ich finde sie einfach nicht schön. Das Rot schreckt mich total ab. Beim Würfeln würde ich die erst recht nicht sehen. Wir würfeln nochmal. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass euch das nicht zu langweilig ist, aber so ab und zu mal. Reden Dorfbewohner. Und ich glaube, das Spiel jetzt doch endlich mal verstanden zu haben. Würfeln. Eine Runde würfeln? Komm, um 10 Groschen. Und nein, ich werde nicht bescheißen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir werden mal irgendwann würfeln müssen gegen irgendjemanden, der fies ist oder so. Dann werden wir natürlich auch den Glückssträhnenwürfel auspacken. Was macht eigentlich der himmlische Spielwürfel dasselbe? Ein wundersamer Spielwürfel aus dem himmlischen Königreich zu den meisten Menschen gesandt. Nee, das ist was anderes. Sehr mutig, mich herauszufordern. Sehr mutig, dich herauszufordern. Schauen wir mal. Hahaha! Das geht gut los. 1200 Punkte. Wir machen Punkten und Passen. Das kann doch nicht. Ach, den Eins habe ich vergessen. Mein Gott, egal. Ich muss mir mein Bier wohl selbst holen. Kommt gleich. Hier, genau wie bestellt. Oh nein! Drei Sechser, auch gut. 600 Punkte, den Einser nehmen wir auch mit. 700 und dann würde ich sagen, Punkten und Passen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, also ich habe manchmal eine etwas lange Leitung, bei mir dauert es manchmal etwas länger, bis ich dann Sachen auch verstehe, aber
Ich gebe mir Mühe und ich glaube, das Würfelspiel habe ich jetzt zumindest im Großteil auch schon mal verstanden. Also, es läuft. Und das wird auch andere Dinge hoffentlich betreffen. Bin mal gespannt, ob wir mit dem Kämpfen, wie es denn da mittlerweile aussieht. 1900 Punkte haben wir jetzt gerade. Aber jetzt wird's was. Gewiss doch. Bin sofort zurück. Jetzt mal schauen, kann ich mich überhaupt umschauen? Prost. Komplett alle Würfel jetzt noch schon mal gehabt. Jetzt komm, ein bisschen Pech. Na, den 5 hat er noch. 2, 3, 4, 5. Jetzt bin ich am Arsch. Er hat 0 Punkte bis jetzt. Ich habe aber echt Glück. Habe ich die Bescheißwürfel doch genommen? Haben wir die Dreier. Den 1er. Er ist die Frage, wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher. 400 Punkte. Punkten passen. Ah, nein, den 5er. Also, ich hab's zwar verstanden, aber ich bin trotzdem schusselig. So ist es nicht. Ah. Ja, gut, es liegt am Bier. Das war's. Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. 0 Punkte immer noch. Was haben wir jetzt? 2 Fünfer. Hier drüben, ein Bier bitte. Nee. Wir nehmen die 2 Einser und ich lasse die 2 Fünfer drin. Und fortfahren. Ein Bier für mich. 1, 2, boah, 4 Fünfer. Und fortfahren. Neues Set. Zurück, was? Nein. Das müsste dann auch gewesen sein wahrscheinlich, oder? Den Einser. Und den 5er und tatsächlich mache ich jetzt Punkten und passen, auch wenn es noch 4 Würfel sind, aber es wären jetzt zu viele Punkte gewesen, die ich weggeschmissen hätte. Hier. Aber jetzt wird's was. Kommt gleich. Wir brauchen aber so 350 Punkte. Das war eine Ausnahme. Da, zufrieden? Auf gute Gesundheit. Gott segne Sie. Prost. Kowalski bellt schon wieder. Jetzt holt aber auf. Das werden wir auch machen, wenn wir in Rattay sind. Mit dem Kowalski mal zum Henker gehen. Also nicht, um ihn zu hängen, sondern um ihm was beizubringen. Ich glaube, dass der gesagt hat, er könnte uns dabei behilflich sein. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. So. Das müsste gewesen sein. Punkten können wir gleich punkten und passen machen. Kurva! Ja. So habe ich überhaupt angefangen. 10 Groschen und 7 Pfennig haben wir hier bekommen. Warum habe ich überhaupt angefangen? Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, es ist Zeit ins Bett zu gehen. Einmal schön speichern und dann Ach übrigens, was ich sehr nett finde an der Gamepad-Steuerung ist natürlich, dass ich das Tempo etwas besser bestimmen kann. Ich muss also keine Taste drücken, um zu gehen, sondern finde ich schön. So, nehme ich heute das richtige Bett. Das war das falsche Bett. Kann ich hier... Wisst ihr was? Dann lesen wir doch noch ein Stündchen. Dann lesen wir doch noch ein Stündchen. Die Speisen des Herkules. Was haben wir denn eigentlich noch für Bücher? Lesebuch 1. Ein Fertigkeitenbuch, um lesen zu lernen. Was, wir fangen mit dem Lesebuch an. Lesen. Zwei Stunden. Ah, jetzt habe ich 3 Stunden gemacht. Ja gut. Lass ihm die Augen nicht zufallen.
dann müssten wir jetzt wahrscheinlich 30% haben, wenn wir vorher bei dem anderen Buch 10% hatten mit einer Stunde. Das hat halt Energie 54. Wir werden jetzt mal richtig ausschlafen morgen. Und dann geht's wieder zurück nach Rattay und da machen wir mal erstmal alles Mögliche und kümmern uns um uns. Du hast verbessert Lesen, neue Stufe erreicht Lesen. Okay, zurück. Dann würde ich sagen, es wird Zeit zum Schlafen. Energie voll auftanken. Mal so richtig ausschlafen bis um 8 Uhr. Los geht's.